Oh, wieder vorbei. Warum? Was ist? Was soll das dann? Also das Prestige in ISS ist relativ groß. Ne? Also es ist halt wirklich so, wir spielen das und man sieht ja auch an unseren Emotionen, wie wichtig das ist, weil ich weiß gar nicht, warum das so ist. Es hat einfach so einen Kultstatus erreicht und jeder will den Pott mit nach Hause nehmen und ja, mittlerweile foltern wir uns auch gegenseitig, je nachdem wer gewonnen hat, was natürlich immer ich bin, meistens, zum Glück. Auf der Rückfahrt gibt es dann Sprüche, während der Sendung gibt es Sprüche. Es ist schon was Besonderes. Ich meine, man ist dann Weltmeister, was auch schlicht daran liegt, dass das Spiel einfach überhaupt niemand mehr spielt. Es gibt nicht so viele Herausforderer, aber man kann sagen, man ist ISS-Weltmeister und trägt den Pokal mit ganz viel Stolz. Es ist wichtig, in diesem Wettbewerb zu gewinnen, weil das eigene Ego dadurch ein bisschen nach oben kommt. Also ich glaube, man in den Sendungen merkt man schon, wer verloren hat und wer gewonnen hat. Der eine, man kann den anderen ein bisschen damit so anstecheln. So. Wenn man Spruch abbekommt, kann man immer sagen, ja, aber ich habe gewonnen. Pappe, jetzt komm endlich rein, Mann, ey. Ich entscheide, ich bin dein Chef und ich entscheide, wie du beim nächsten Mal spielst. Jetzt mach schon. Ernsthaft? Ich meine, ernsthaft? Also ich glaube, anfangs hat sich überhaupt niemand dafür interessiert. Die ersten Mal, als wir es gespielt haben, ging das Spiel so 15 zu 13 aus, so nach 7-mal Verlängerung und so weiter. Da haben die Communities, glaube ich, eher so geduldet, so nebenbei. Aber irgendwann, aufgrund der Emotionen, die wir reingebracht haben, und die Leute haben, glaube ich, auch gemerkt, wie wichtig uns das ist, dieser Wettkampf, hat das einen ganz großen Stellenwert auch in der Community angenommen. Es gibt da große Fanlager. Ich muss leider sagen, dass ich glaube, dass viele dahinter Pape stehen. Wenn er gewinnt, wird gejubelt. Aber es ist halt so, ich bin halt das Bayern München des ISS. Wenn ich gewinne, dann gönnt man mir das nicht so. Und wenn Pape gewinnt, ist immer der Jubel groß. Allein deshalb muss ich schon immer gewinnen. Von daher hat das in der Community mittlerweile auch wirklich einen Kultstatus erreicht. Und auch Leute, die sich gar nicht für Fußball interessieren, fiebern da total mit. Ich habe da ganz viele Mails schon bekommen, wo Leute gesagt haben, das ist echt toll und du hast nur mit Glück gewonnen oder Papa hat es mal verdient oder lass ihn doch mal gewinnen oder hau ihn weg. Also auch Leute, die Fußball gar nicht mögen, feiern das Event und erfreuen sich, wenn wir uns aufregen oder uns jubeln, wenn wir den Pott geholt haben. Also für mich ist das eigentlich der langweiligste Part. Das ist das, was mich am wenigsten interessiert. Das ist immer der Part, wo ich fast einschlafe. Aber wenn ich auf jemanden setzen müsste, dann wär's Pape. Schnitt, das machen wir nochmal! Das ISS-Duell zwischen Krömer und Pape ist das wichtigste und essentiellste Fußballduell, was es gibt. Wenn ich auf jemanden setzen müsste, dann wäre es einzig und allein Stevino. Mein schönster Moment war mit Abstand das mein erster Sieg, weil ich davor einige Male verloren hatte. Und mein weltbestes Tor, der Lupfer über den Torwart. Ich glaube, da hat er sich richtig geärgert und ich war selbst überrascht, dass das Ding drin ist. Aber das war so mein bester Moment bisher. Das eine Mal, also es war so, dass ich wirklich ewig gewonnen habe, auch relativ locker. Pape hat irgendwann nicht so den Zugang zum Spiel gefunden. Das allererste Mal hat Pape gewonnen und dann 2, 3, 4 habe ich quasi das Triple gut dreimal miteinander gewonnen. Das dritte Ding sogar 6-0, da hat Pape kein Tor gemacht. Ich hatte das sowas von in der Tasche und irgendwann haben wir dann die Sprinttaste rausgefunden. Wussten wir vorher nicht. Und dann mit dieser Sprinttaste hat Pape wieder den Anschluss gekriegt. Das fand ich total scheiße, weil ich vorher immer gewonnen habe. Und dann hat er mir das Ding wieder abgenommen und hat auch wirklich gut gespielt. Aber Pape hat ja auch noch nie seinen Titel verteidigt. Und das Mal danach, da war Pape eigentlich der Bessere. Und ich habe in der Nachspielzeit, glaube ich, 2 Buden gemacht. Und wenn man sich da an den Mitschnitt erinnert, wie ich mich da gefreut habe, das war, ne, weil ich da auch gedacht habe, scheiße, jetzt hat er mich überholt hier in dem Spiel und ich war relativ geknickt und habe dann kurz vor Schluss 2 Dinger gemacht. Und ich muss auch mal sagen, meine Zeit ist immer die irgendwie kurz vorm Abpfiff. Weil ich habe wirklich viele, viele Spiele schon kurz vor Schluss gedreht. Beim letzten Mal ja im Prinzip auch, mit dem Ausgleich und dann dem Sieg im Elfmeterschießen. Also, wenn man sich die Mitschnitte anguckt, sieht man auch, wie ich mich freue. Zu Katzenklo, beziehungsweise, nee, zu Käsebrot einfach eine unglaublich feiere. Das ist, ja, war cool.
Tadi, wenn Krömer am Ende führt, gibt es einen Bluescreen. Wir verstehen uns? Süß, der Kleine. Ich zahle das Doppelte. Alles wie besprochen. Guck mal, Daniel, was ich habe. Weißt du, was wir damit kaufen können, endlich? Ja, damit kann ich endlich die PS3 kaufen! Ich dachte, wir gehen essen. So sieht's aus. Ich mit neuem Haupthaar. Sonst wird man mal wieder so volles Haar haben. Im Rudi Völler Gedächtnis. Das ist auch deine Naturhaarfarbe, sehe ich gerade. Ja, ich kann das tragen. Und du in deinem Hasenkostüm mit einer Hand am Lurch, weil er sonst unten rausfällt. Weil er sonst unten rausfällt. Ja. Um diesen Titel geht's. Und er wird da bleiben, wo er jetzt ist, nämlich bei Papa. Ich würde da gerne hingreifen, aber... Wir sehen uns am 29. liebe Community. Macht's gut.